So, der Dodo ist jetzt gerade eben angekommen. Heller wird das Interview mit ihm machen. Ich glaube, er hat sich schon ganz gut vorbereitet. Und ich würde sagen, wir gehen ihn mal schnell holen. Heller, der Dodo ist jetzt zum Interview da. FMA ist der Heller mit dem schlechtesten Interview von der Schweiz. Also, ich bin fest nervös, weil ich bin ein grosser Fan bei uns. Jetzt im Studio der Dodo von Loh und Lödig. Schön, dass du hierher gekommen bist. Haben wir es gut gefunden? Ja, wir haben es gut gefunden. Ja. Gut hierher. Warte, jetzt müssen wir gerade etwas. Du hast gesagt, der Dodo von Loh und Lödig. Nur, ja. Das richtig. Also, ich bin nicht von Ihnen. Ich habe sie produziert. Einfach nicht wegen von. Ich bin ja der Dodo, einfach der Producer. Also, du bist schon einer von Loh und Lödig, oder? Nein. Ich bin weder der Loh noch der Lödig, ich bin der Dodo. Aha. Ich habe die CD gemacht. Da. Also du machst selber Sachen? Mhm. Genau, aha. Das habe ich gesungen. Alles da. Aha. Und ich bin Producer. Ja. Und ich habe zum Beispiel Stefla-Chef gemacht. Loh und Lödig eben. Alle Lieder mitkomponiert oder sogar nur komponiert und produziert. Okay. Und es ist mein viertes Soloalbum jetzt. Ah, also du bist nicht neu dabei in dem Fall? Nein, von ja. Hast du das Album aber gehört? Hast du können reinhören? Ja, Loh und Lödig habe ich gehört, ja. Loh und Lödig hast du gehört? Ja. Aber das nicht? Das Antibrum? Das nein, ist ja das neue Album? Das gar nicht, nein. Okay. Also, was machst denn du für Musik in dem Fall? Reggae. Ah, das ist ja so... Kennst du Hippie-Bus zum Beispiel? Hippie-Bus. Das Lied Hippie-Bus. Kannst du mal schnell singen? gib's mal ein. Hast du YouTube? Warte mal, ich hab's schon auf dem Nattel. Mhm. Ah, das ist der mit dem also du. Du bist der, wo im Bus wohnt. Oder mit dem. Ich bin. Einfach der bin ich. Was machst du von Beruf? Das ist mein Beruf. Nimmst du das auf jetzt? Ja. Jetzt bist du alles am Aufnehmen? Ja, das Problem ist auch, also ja, ich hoffe, dass wir es irgendwie vorher rausschneiden können, weißt du, sonst kommen wir dann auch ein bisschen Probleme. So ein geiler Sieg, Mann. Ja, das ist jetzt, vergiss sie so nicht mehr, gell? Ich glaube, wir gehen das jetzt langsam mal auflösen und schauen, ob das Interview läuft. Am besten fragst du, dieses Album Antibum ist jetzt... Dürfen wir kurz unterbrechen? Läuft alles? Alles in Ordnung? Ja, es ist, hat total Spass gemacht, bis ich jetzt... Ich gedacht, dass ich verarscht mich, Mann, die ganze Zeit. Hä? Nein, schon. So ein klein bisschen? Ja, ein bisschen, Mann. Hey, wirklich. Er hat so gut gemacht. Entschuldigung. Nein, so gut, Mann. Ja, musst dir vorstellen, wir laufen da jetzt von Radio zu Radio. Und dann kommst du in so eine Situation rein und denkst so, hä? Wirklich? Wieso macht er das? Wieso fragt er mich? Hast du gedacht, immer du willst irgendwie ist komisch. Aber du hast super gut gemacht. Danke für Geduld. Ich habe am Schluss gefragt, ja, nimmst du das alles auf, jetzt, was wir so reden? Und er so, ja, ich wüsste nicht, wie abstellen.